Der DAX hat heute schlechte Laune. Von Moritz Petz und Amelie Jakowski. Huch, machte der DAX, als er aufwachte. Heute bin ich aber schlecht gelaunt. So schlecht gelaunt bin ich ja richtig gefährlich. Da bleibe ich wohl besser zu Hause. Beim Frühstück überlegte es sich der DAX anders. Was habe ich davon, schlecht gelaunt zu sein, wenn niemand es merkt? Sollen es doch alle wissen. Mit viel Gepolter verließ er seinen Bau. Der DAX stampfte den Weg entlang, den er immer morgens ging. Zufällig traf er den Waschbären. »Guten Morgen, lieber DAX«, grüßte dieser. »Guten Morgen? Was soll an diesem Morgen schon gut sein? Schau lieber, dass du weiterkommst«, sagte der DAX unfreundlich. »So ein blöder DAX«, dachte der Waschbär. »Ich habe ihm doch nichts getan.« Und der Waschbär bekam selber schlechte Laune. Der DAX dagegen fühlte sich schon etwas besser. Das war gar nicht schlecht für den Anfang, dachte er gerade, als er den Hirsch sah. Hallo DAX, grüßte der Hirsch. Na, wie hast du denn geschlafen? Was geht's dich an, alter Geweihträger? Fauchte der DAX böse und lief weiter. Was ist denn mit dem DAX los, dachte der Hirsch. Na, das zahle ich ihm aber heim. Der DAX polterte weiter seinen Weg entlang. Inzwischen fühlte er sich fast wieder gut. Aber dennoch brummte er die Maus, den Fuchs, den Hasen und zuletzt das Eichhörnchen an. Nach dem Morgenspaziergang arbeitete der DAX fleißig in seinem Garten. Jetzt war er wieder richtig gut gelaunt. Gegen Nachmittag machte der DAX Feierabend. Vergnügt ging er zur Lichtung, um die anderen Tiere zu treffen. Doch kein Tier ließ sich blicken. »Seltsam«, dachte der DAX, »wo sind denn alle?« »Am besten frage ich den Waschbären.« Doch der Waschbär war gar nicht gut gelaunt. »Lass du mich ja in Ruhe«, raunzte er den DAX an. Der DAX war ganz überrascht. Aber mit keinem der anderen Tiere erging es ihm besser. Der Fuchs bellte, er solle bloß verschwinden. Das Eichhörnchen hätte ihm fast eine Nuss an den Kopf geworfen. Die Tiere knurrten und brummten, fauchten und pfiffen den DAX an, dass ihm ganz schwindlig wurde. Zu Hause dachte der DAX nach. Vielleicht hätte ich heute Morgen nicht ganz so unfreundlich sein sollen, überlegte er. Jetzt sind alle böse auf mich. Was mache ich nur? Später kam die Amsel beim DAX vorbeigeflattert. Der DAX erzählte ihr alles und zusammen überlegten sie. Dann hatte der DAX einen Einfall und die Amsel versprach, ihm zu helfen. »Heute großes DAX-Fest«, zwitscherte die Amsel etwas später durch den Wald. »Ein Fest nur für schlecht gelaunte Tiere. Gute Laune ist verboten. Kommt alle zum DAX-Bau.« Wirklich kamen die Tiere missmutig zum DAX. Als alle versammelt waren, hielt der DAX eine Rede. »Jeder von uns hat heute wirklich schlechte Laune«, sagte der DAX. »Und ich glaube, ich bin schuld daran. Schlechte Laune haben ist ja nicht schlimm. Schlechte Laune machen aber wohl. Darum will ich mich mit diesem DAX-Fest entschuldigen. Und wir wollen das Tier finden, das von allen am schlechtesten gelaunt ist.« Dann probierten die Tiere aus. Wer am bösesten gucken kann, wer am unfreundlichsten guten Morgen sagen kann, wer am gefährlichsten fauchen kann. Nur seltsam war, wie gut gelaunt bald alle Tiere wieder waren. Und die beste Laune hatte der DAX.